Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt ein Werk seiner Hände. Amen. Jesus stieg auf einen Berg, um zu beten. Das ist der Predigttext. Darum geht es heute, ums Beten. Deshalb wird die Praxis des Betens mehr Raum einnehmen als gewöhnlich und die Predigt über das Beten weniger als gewöhnlich. Gott segne unseren Gottesdienst. Wir feiern ihn in der nachösterlichen Freudenzeit. Das vergessen wir Reformierten manchmal ein bisschen. Ostern ist eigentlich noch nicht vorbei. Wir feiern diesen Gottesdienst auch in einer Zeit, in der wir seit gestern wissen, dass der Iran Israel direkt angegriffen hat, zum ersten Mal. Das muss uns ganz große Sorgen machen. Trotzdem sind wir in der nachösterlichen Freudenzeit. Und weil es so schade ist, dass wir die Osterlieder normalerweise immer nur an zwei Tagen singen, machen wir es heute anders. Und starten mit einem der schönsten Osterlieder, nämlich mit Lied 117, von dem wir alle Strophen singen.
Lasst uns beten. Wir hoffen, dass du unser Gegenüber bist, Gott Jesu Christi, du geliebter Fremdling. Von uns führt kein Weg zu dir, aber du bist den Weg von dir zu uns gegangen. Aus der Ferne bist du in die Nähe gekommen. Aus dem Tod hast du Jesus ins Leben gerufen. Damit wir das immer wieder hören und damit wir uns daran freuen, dass wir einen Gott haben, der hört und der liebt und der Hoffnung gibt. Deshalb sind wir hier zusammen und breiten vor dir aus, was uns froh macht und was uns traurig stimmt. Wir blicken zurück und bitten dich um Vergebung für alles, was vor deinem heiligen Angesicht als Schuld entlarvt wird. Wir blicken zurück und danken dir für alles, was uns gelungen ist und was von dir gesegnet war. Mit deinem Segen begleite nun auch unser Singen und Beten, unser Reden und Hören und lass es dir gefallen. Amen. Wir hören die Stimme des Evangeliums, der guten, frohmachenden und befreienden Botschaft, wie sie uns überliefert ist im Psalm 62. Ich lese aus der Basisbibel, dem Psalm 62, die Verse 1 bis 9. Bei Gott schweiget meine Seele still. Von ihm kommt die Hilfe, die ich nötig habe. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine feste Burg, sodass ich nicht wanke. Wie lange wollt ihr gegen einen allein anstürmen? Wollt ihr denn alle gegen ihn anrennen? Wie gegen eine Hauswand, die sich schon neigt? Wie gegen eine Stadtmauer, die gleich einstürzt? Sie planen, ihn aus seiner hohen Stellung zu stürzen. Wenn es dazu beiträgt, lügen sie gern. Mit dem Mund segnen sie, aber in ihrem Herzen fluchen sie. Bei Gott schweigt meine Seele still. Von ihm kommt Hilfe, die ich nötig habe. Nur er ist mein Fels und meine Rettung, meine feste Burg, sodass ich nicht wanke. Auf Gott gründet sich meine Freiheit und Würde. Mein starker Fels ist er, meine Zuflucht ist bei Gott. Vertraut ihm zu jeder Zeit, ihr aus dem Volk. Schüttet euer Herz aus vor ihm. Gott ist unsere Zuflucht. Wir wollen nun gemeinsam das Lied 648, die Strophen 1 bis 3 singen. Yeah.
Liebe Gemeinde, nach der Predigt werden wir von der Orgel wie üblich ein Zwischenspiel hören und danach singen wir miteinander das Lied 585, Bleibet hier und wachet mit mir, viele von Ihnen werden es kennen. Wir singen das a cappella, also unbegleitet. Ich fange dann einfach an, es zu singen und bitte Sie einzustimmen. Lied 585 nach dem Nachspiel, nach der Zwischenspiel nach der Predigt als Vorbereitung für das folgende, darauf folgende Fürbittengebet. Liebe Gemeinde, ich möchte mit Ihnen eine Erinnerung teilen, eine sehr lebendige Erinnerung. Es ist noch dunkel draußen, als ich die Stufen emporsteige in den zweiten Stock. Oben an der Treppe kommen mir schon die ersten Kinder entgegen. Ilona möchte unbedingt meine Gitarre tragen. Auf dem Weg von der Treppe bis zum Klassenraum erhalte ich bereits erste wichtige Informationen über die gegenwärtige Stimmungslage. Jörg hat Mario in die Ecke geschubst, aber es ist nichts passiert. Ina kann ihr Etui nicht finden. Und Britta hat heute Geburtstag. Im Klassenraum empfängt mich eine Gruppe von 24 quicklebendigen Mädchen und Jungen im Alter von 10 oder 11 Jahren, 5. Klasse. Ich lasse einen kräftigen Morgengruß los, der prompt vielstimmig beantwortet wird. Der kleine, liebe, wuselige Haufen von Kinderpersönlichkeiten, den ich hier in der 5. Klasse vor mir habe, braucht eine gewisse Zeit, bis er sich in einen Zustand versetzt hat, der eine geordnete Kommunikation ermöglicht. Als das geschafft ist, gehen einige Finger hoch. Es gibt etwas zu erzählen, an etwas zu erinnern, auf etwas hinzuweisen, ganz wie bereits auf dem Flur vorhin. Unter anderem kommt die Frage, machen wir heute wieder unsere Kerzenrunde? Natürlich machen wir die. Immer freitags in der ersten Stunde, wenn es draußen noch so schön dunkel ist. Einige der Kinder stoßen dieses köstliche Ja aus, das Kinder benutzen, wenn sie ihre Begeisterung, ihre Zustimmung, ihre Freude ausdrücken wollen. Viele von meinen Fünftklässlern freuen sich tatsächlich ganz besonders auf das, was jetzt kommt. Und es ist eigentlich niemand dabei, der mit der Kerzenrunde überhaupt nichts anfangen kann. Wir haben sie über einen langen Zeitraum geübt. Alle wissen Bescheid. Zunächst einmal gilt es, aus dem streng nach vorn zur Tafel ausgerichteten Klassenraum eine andere Sitzordnung entstehen zu lassen. Tische werden an die Wand gerückt, Stühle werden im Kreis aufgestellt. Ein Wahnsinnskrach. Nun haben alle im Kreis Platz genommen. Es gibt noch einmal kurz Streit darüber, wo Herr Nordholt denn nun sitzen soll, genauer, wer neben Herrn Nordholt sitzen darf. Ich versichere Ihnen, sowas passiert einem nur in der 5. Klasse. Im Zentrum des Kreises baue ich aus einem flachen Kasten, einem schönen bunten Tuch und aus einer Reihe von kleinen Haltern für Teelichte einen Punkt auf, den man gern anschaut, eine Mitte. Schon während ich das tue, wird es langsam leiser. In der Mitte der Teelichte steht die Klangschale. Ich zünde die Teelichte an, Jens macht das Licht aus und wir sitzen bei wunderschöner Beleuchtung zusammen. Nun muss nur noch geregelt werden, wer die Klangschale anschlagen darf. Neben den Teelichten liegt sie auf dem Tuch, daneben der Holzklöppel, der mit Leder umwunden ist. Also, wer darf sie heute anschlagen? Na, das haben wir zum Glück gut geregelt. Es geht streng nach Alphabet. Einer darf am Anfang anschlagen, einer am Ende, damit möglichst viele drankommen. Und die Kinder wissen noch ganz genau, wer beim letzten Mal dran war. Heute macht Jennifer den Anfang. Aber vorher setzen sich alle so hin, dass sie ein paar Minuten schweigend gut aushalten können. Dann ist Jennifer dran.
Der schöne, weiche Klang der Schale markiert den Anfang einer besonderen Zeit, wie die Kinder es von vielen Malen vorher schon kennen. Es ist eine Zeit, in der niemand etwas leisten muss, in der niemand sich melden muss, in der niemand etwas tun muss. Es ist eine Zeit, in der wir gemeinsam als Gruppe Stille und Nichtstun erleben. Bevor wir diese Übung zum ersten Mal durchgeführt haben, gab es ein langes Gespräch darüber und wir haben uns auf feste Regeln geeinigt. Sprechen ist nicht erlaubt. Auch keine Kontaktaufnahme zum Nachbarn. Wer lachen muss, lacht einfach alles raus und dann ist es wieder ruhig. Wer zu doll lachen muss, geht so lange raus. Kein Problem. In den vielen, vielen Jahren, die ich diese Übung mit Kindern und Erwachsenen gemacht habe, ist das übrigens so gut wie nie vorgekommen, dass jemand so lachen musste, dass er rausgehen musste. Die Schale ist erklungen und es dauert erstaunlich lange, bis der Ton ganz verschwunden ist. Es ist mucksmäuschenstill in einer Gruppe von ca. 25, 10 oder 11-Jährigen. Es ist nicht immer mucksmäuschenstill, aber immer öfter. Ab und zu gibt es noch hier ein Zappeln und da ein Kichern. Das macht nichts. Stille will geübt sein. Es ist aber ganz unübersehbar, dass die Kinder immer mehr Gefallen daran finden, einfach nur miteinander da zu sein. Bei schönem Kerzenlicht, eingeleitet von einem schönen Klang. Einmal ein paar Minuten ohne Action, ohne Trubel, den sie sonst natürlich sehr gern mögen. Als der Klang der Schale die Stille beendet, fängt wieder die normale Zeit an. Nun können wir umso besser miteinander arbeiten. Seit ich die Klasse betreten habe, sind höchstens 15 Minuten vergangen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg stieg, um zu beten, und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott. Lukas 6, Vers 12. Ein Mann sucht die Stille in Einsamkeit. Er muss sie ganz bewusst suchen, denn normalerweise ist er fast ständig in Kommunikation, fast ständig von Menschen umringt. Er diskutiert mit ihnen, er tröstet sie. Er beunruhigt sie, er heilt sie, er schockiert sie, er isst und feiert mit ihnen. Er liebt es, mittendrin zu sein. Das ist sein Auftrag, den Menschen, die Gott liebt, mitten in ihrem Leben zu begegnen. Aber er weiß genau, dass er die Einsamkeit und die Stille braucht, die Ereignislosigkeit. Und er sucht sie ganz bewusst. Er spürt genau, wenn es Zeit ist, sich zurückzuziehen. Immer wieder erzählen uns die Evangelien, dass Jesus die Menge verließ und für sich sein wollte, Distanz gelegt hat zwischen sich und die anderen. Und oft steht dabei, dass er auf einen Berg stieg. So auch in unserem Text. Allein sein, die Einsamkeit suchen und die Stille, die Ereignislosigkeit, raus aus der Aktivität, regelmäßig. Jesus macht es vor, wie wichtig das ist. Unser Predigttext steht genau vor der Geschichte, in der die Berufung der Jünger erzählt wird. Jesus steigt allein auf einen Berg, bevor er seine 10 Jünger beruft. Er steigt auf einen Berg, bevor er die Gruppe, wir werden heute sagen, bevor er das Team zusammenstellt, das ihn bei seiner Mission begleitet. Er steigt auf einen Berg, bevor er die Keimzelle der Kirche gründet.
Er steigt auf einen Berg, bevor er die Menschen zusammenruft, die unsere Vorgänger sind, denen wir uns verdanken als evangelisch-reformierte Gemeinde Brandlecht bis heute. Bevor er diesen Schritt tut, schreibt er kein Parteiprogramm und macht auch keine Aktion in Social Media. Entsprechendes hätte er damals durchaus schon tun können. Er tut's nicht. Er steigt auf einen Berg und sucht die Nähe Gottes. Nichts anderes bedeutet nämlich beten. Die Nähe Gottes suchen. Dabei kann man laut sprechen oder leise sprechen oder im Herzen sprechen oder gar nicht sprechen. In jedem Fall aber ist man ganz dabei. Jesus ging auf den Berg, um zu beten. Und dann steht da, er blieb über Nacht bei Gott, im Gebet zu Gott, eine ganze Nacht lang. Und das nicht etwa, weil er eine religiöse Leistung vollbringen wollte, sondern deshalb, weil er die Nähe Gottes genoss, weil er sie aufsog wie ein Schwamm, weil er sie brauchte vor dem großen Schritt, der vor ihm lag. Weil er, wie wir heute vielleicht salopp sagen, weil er seine Akkus noch einmal ganz und gar aufladen musste mit Gottes Power, mit Geistesgegenwart, um gut gerüstet zu sein. Eine ganze Nacht lang verweilt Jesus in der Gegenwart Gottes. Dann ist er bereit. Dann kann er wieder runtergehen. Dann kann er beginnen. Geistesgegenwärtig, Gottesgegenwärtig. Wir können nicht jeden Tag auf den Berg steigen. Wir haben hier ja nur den Easterberg. Bei uns ist es zu flach, um jeden Tag auf den Berg zu steigen. Müssen wir auch nicht. Es reicht schon ein innerer Berg. Wir können von Jesus lernen, wie wichtig es für uns sein kann, regelmäßig den inneren Berg zu besteigen und in die besondere Zeit hineinzugehen. Wie wichtig es für uns sein kann, die Stunden nicht unterschiedslos an uns vorbeiziehen zu lassen, sondern Zeiten auszuschneiden und Orte aufzusuchen, die uns helfen zu sagen, stopp! Wie wichtig es für uns sein kann, dann die Fragen an uns herankommen zu lassen, vor denen wir uns nur zu gern drücken. Wie wichtig es für uns sein kann, Zeiten zu haben, die nur uns gehören. Uns und unserem Dasein vor Gott. Uns und unserem Hören auf die Stimme, die uns sagt, ich bin bei dir. Wie wichtig es für uns sein kann, aufzuhören, zu unterbrechen, Luft zu schöpfen, Ruhe zu finden. Dabei muss nicht gleich was Großartiges passieren. Da müssen nicht gleich die fantastischen religiösen Erfahrungen in unser Leben treten. Es reicht schon das Hören und Warten. Es reicht schon innezuhalten, leistungsfrei, absichtslos. Die Hände zur Ruhe zu bringen, die Augen zu schließen, zu spüren, dass ich da bin, dass ich lebe und den Dank dafür in mir aufsteigen zu lassen. Das ist der Anfang allen Betens. Vor Gott da sein, leistungsfrei, absichtslos. Und voller Dank zu spüren, dass ich lebendig bin und dass es einen gibt, der dieses Leben, das in mir ist, geschaffen hat. Solches Innehalten, meine lieben reformierten Brüder und Schwestern, das will geübt sein. Geübt. Ich kann es nicht immer. Ich mache es zu selten.
Damals, gemeinsam mit den Kindern, habe ich es regelmäßig geübt. Und ich habe es weiter geübt, regelmäßig, bis heute. Ich übe es. Der Begriff üben und was er bedeutet, dieser Begriff ist mir in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Wenn wir üben, innezuhalten, wenn wir wie Jesus auf unseren ganz persönlichen inneren Berg gehen, immer wieder, immer öfter, dann wird sich unsere Wahrnehmung vertiefen. Dann wird unser Leben reicher werden. Dann werden wir mehr Gespür dafür entwickeln, wo Gott uns segnet. Und dann werden wir Kraft finden, dieser verstörenden Gegenwart, in der wir leben, standzuhalten. Innehalten. Dafür hast du, lieber Heiko, in Zukunft hoffentlich mehr Zeit als in den vergangenen Jahren. Auf den inneren Berg gehen, hören und warten. Und dann, wenn wir wieder runterkommen von unserem inneren Berg und dann weiter blicken können und tiefer blicken können. Eine letzte Bemerkung. Die Grafschaft ist klein. Und es kommt immer mal wieder vor, dass ich ehemaligen Schülerinnen und Schülern begegne. Die sind natürlich alle heute prächtige junge Erwachsene. Meistens erkennen sie mich zuerst, bevor ich sie erkenne. Immer erinnern sie sich, immer, jedes Mal, erinnern sie sich an zwei Sachen aus dem Religionsunterricht damals. Das eine sind die Lieder, die wir gemeinsam gesungen haben. Das andere aber, woran meine Schülerinnen und Schüler sich immer erinnern, das andere ist die tiefe Stille, in die wir damals nach dem Klang der Schale miteinander versunken sind. Es war genau dieselbe Schale, die wir auch heute gehört haben. Amen. Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet, wachet und betet. Bleibet hier.
wachet mit mir. Ewiger und barmherziger, wir bitten für alle, die Gewalt leiden, für alle, die Angst haben vor dem Terror aus der Luft, für alle, die Hunger haben, für alle, die niedergeschlagen sind. Segne alles, was geschieht, um sie zu trösten und zu befreien. Für alle bitten wir dich, die besondere Verantwortung tragen für das Leben ihrer Mitmenschen, Politiker, Richter, Lehrerinnen und Lehrer, Sozialarbeiter, Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger und all die anderen. Gib ihnen Kraft für ihre Arbeit. Für die Kleinen unter uns bitten wir dich. Die Kinder, die von uns erwarten, dass wir ihnen die Welt erklären, lass das Vertrauen, das sie uns entgegenbringen, nicht enttäuscht werden. Begleite sie und behüte sie vor allem Übel. Wir bitten dich für alle Männer und Frauen, die in gegenseitigem Vertrauen und Respekt miteinander auf dem Weg sind. Wir bitten für alle, die jeden Morgen mit gutem Mut aufstehen und ihre Arbeit beginnen in selbstverständlicher Zuverlässigkeit. Wir bitten für alle, die durchschnittlich sind, unauffällig und sympathisch. Wir bitten für alle, ohne deren Treue diese Welt zusammenbrechen würde und die doch nie in der Zeitung stehen und in keiner Castingshow vorkommen. Für sie bitten wir dich, dass du ihnen ihre Kraft und ihren Mut erhältst. Für deine Kirche bitten wir und für diese Gemeinde, dass sie ein Ort der Offenheit sei, ein Ort mit frischer Luft und wachem Verstand, dass sie ein Ort sei, an dem auch das andere aufgenommen wird, ein Ort der Geduld, des Taktes, des freundlichen Entgegenkommens. Ein Ort, an dem man was spürt,
von dem Evangelium von deinem Sohn Jesus Christus. Zeige uns allen die Räume, in denen wir auf dich hören und auf dich warten können, damit wir weise werden und richtig zu leben lernen. Von ganzem Herzen danken wir dir, ewiger und barmherziger, dass immer noch Kinder geboren und Tote beweint werden, dass es inmitten von Betrug und Gewalttat doch auch Treue und Liebe gibt und Freundschaft über alle Grenzen. Unseren eigenen Dank und unsere eigene Bitte sagen wir dir in der Stille. Wir beten gemeinsam zu dir, wie du uns das durch deinen Sohn Jesus Christus erlaubt und gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören auf das, was noch abzukündigen ist. Ich lese die Abkündigung. Die Kollekte vom 7. April für die Schuldnerberatung des evangelisch-reformierten diakonischen Werkes erbrachte 100,26 €. Im Klingelbeutel kamen 50,14 € zusammen. Eine Spende in Höhe von 100 € ging für die Kirchenrenovierung ein. Die Kollekte heute ist bestimmt für die Arbeit des sozialethischen Ausschusses. Kirche und Gesellschaft, Kirche als Gewissen der Gesellschaft – damit befasst sich der sozialethische Ausschuss in unserem Synodalverband. Es geht um gesellschaftlich und regional relevante Themen aus der Sicht des Glaubens und der Kirche. In den zurückliegenden Jahren hat sich der sozialethische Ausschuss schwerpunktmäßig mit den Themen Frieden, Friedensethik, Kirche und Landwirtschaft sowie Armut und Armutsbekämpfung bei uns beschäftigt. Zur Finanzierung projektbezogener Aktivitäten bitten wir auch in diesem Jahr um Ihre Unterstützung. Allen, die in dieser Woche Geburtstag haben, gratulieren wir herzlich und wünschen Gottes Segen. Alle regelmäßigen Termine entnehmen Sie bitte dem Gemeindebrief. Am 21.04. findet der Gottesdienst um 10 Uhr hier in der Kirche statt. Die Predigt hält Predigerin im Ehrenamt Jutta Bemburg. Gemeinsam singen wir nun das Lied 666, die Strophen 1 bis 3. Also. Ja, ist gut, wenn ihr schon mal das Lied aufgeschlagen habt, aber erst möchte ich noch einen anderen Programmpunkt einführen. Viele kennen von uns das Lied »Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt«. Ich lese mal die erste Strophe. »Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit.«
Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht, durch Angst, Not und Gefahr, Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg. So fährt es Jahr um Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wird denn das Schiff bestehen? Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehen? Hier ist von einer rauen See die Rede. Und sinnbildlich ist unsere kleine Kirchengemeinde Brandlecht in den letzten 6 Jahren in eine solch raue See hineingeraten. Die Wellen schlugen hoch. Ein Sturm war noch nicht mal abgeklungen, da tobte schon der nächste Orkan. Dass wir all das überstanden haben, verdanken wir zum großen Teil einem sehr besonnenen Steuermann und Kapitän, unserem Kirchenratsvorsitzenden Heiko Konja. Den bitte ich nun mit seiner Frau Gerhild nach vorne. Gerhild möchte gar nicht. Am vergangenen Dienstag haben wir uns zur konstituierenden Sitzung des neuen Kirchenrates zusammengefunden. Dort haben wir Günther Plawa zum neuen Vorsitzenden gewählt. Leider kann er heute nicht hier sein, er predigt heute in Ohne. Er wäre gern hier gewesen. Ein großer Dank an Günther, dass er bereit ist, dieses wichtige Amt zu übernehmen. Ich glaube, das ist auch ein Applaus wert. Aber jetzt möchte ich zurückschauen auf die letzten 6 Jahre, auf das, was alles in der Amtszeit von Heiko Konja passiert ist. Ich würde es am liebsten freisprechen, aber es sind so viele Dinge, deswegen muss ich Papier bei mir haben. Gleich zu Beginn galt es, einen gut geregelten Ausstieg und eine mögliche Nachfolgeregelung für unseren bisherigen Pastor Fidi Bebenburg zu finden. Zeitgleich schnellten die Inzidenzen für Corona in die Höhe. Wöchentlich gab es neue Regelungen, was wir durften und was nicht. Monatelang hatten wir den vollkommenen Lockdown. Sonntags gab es keine Gottesdienste mehr. Selbst der Kindergarten musste geschlossen werden. Neue Formate von Gottesdienste in Form von Videoaufzeichnungen wurden zum Standard. Auch der Verabschiedungsgottesdienst von Fidi Bebenburg war leider nur als Videoaufnahme möglich. In unserer Gemeinde gab es schlimme Krankheitsverläufe der tückischen Viruskrankheit Corona. Im schlimmsten Fall haben wir dadurch unsere langjährige, aktive und umtriebige Gemeindesekretärin Simone Voss für immer verloren. Das war ein sehr tiefer Einschnitt und Verlust. Trotzdem sollte und musste das Gemeindeleben irgendwie weitergehen. Nach einigen Monaten ist es gelungen, mit Britta Sandschulten die so wichtige Position im Gemeindebüro wieder zu besetzen. Immer mehr Eltern traten an die Kirchengemeinde mit dem Wunsch heran, auch bei uns im Dorf eine Kindertagesstätte für unter Dreijährige anzubieten. Durch die Aufgabe der Gaststätte Stahlberg und den Wegzug der Familie Feldbur bot sich die Möglichkeit, das vermietete Wohnhaus der Familie zu erwerben und zu einer Kita umzubauen. Planung und Baubegleitung dieses Projektes brauchte sehr viel Energie.
Nachdem Pastor Roloff nur einige Monate für die Gemeinde tätig gewesen ist, musste die Stelle erneut ausgeschrieben werden. Die Neubesetzung der Pastorenstelle war aus Mangel an Bewerbern leider lange Zeit erfolglos. Erster Ansprechpartner für alle und fast alles war immer Heiko Konja. Egal ob Personalien im Kindergarten, Regelungen für den Friedhof, Umsetzung von Corona-Auflagen, finanzielle Dinge, Gottesdienstplanungen, ganz allgemeine organisatorische Dinge und. Alles kam bei Heiko an. Unser langjähriger Kassenwart Dieter Gerz ging in den wohlverdienten Ruhestand. Auch diese wichtige Position musste neu besetzt und ein gleitender Übergang geschaffen werden. Ja, und dann hatten wir noch reichlich Bauprojekte. Unsere Friedhofskapelle wurde umfassend saniert. Neue Fenster, neuer Fußboden, neue Wandbilder, neue über Tag von jedermann nutzbare Toilette. Neue Sitzbänke auf dem Friedhof. Neuer Treppenaufgang zum Obergeschoss des Gemeindehauses. Neue Toiletten im Gemeindehaus. Neues Gemeindebüro. Neuer Medienraum. Neues Büro für eine mögliche neue Pastorin oder auch neuen Pastor. Umbau und Einrichtung einer Kindergroßtagespflege im ehemaligen Pastorat. Einrichtung der Möglichkeit von Baumbestattungen auf unserem Friedhof. Neuer Wandanstrich in der Kirche. Tja. Dieser letztgenannte Punkt war als viermonatiges Projekt geplant. Bänke raus, Baustelle einrichten, anstreichen, Gerüst raus, Bänke wieder rein und weiter wie gehabt. Und dann? Dann kam es anders. Ganz anders. Ich nenne nur einige Stichpunkte. Denkmalschutz, Baustopp, Freilegung der Wandmalereien, kaputte Heizung, ganz neuer Renovierungsansatz mit multifunktionalen Nutzungsmöglichkeiten, Zuschüssen, Spendern, Crowdfunding, Abschaffung der Kirchenbänke und Neubestuhlung, Fußbodenheizung, kritische und besorgte Gemeindeglieder. Dieses Projekt dauert mittlerweile knapp 2,5 Jahre und wir sind nun kurz vor der Vollendung. Dieser Umbau hat extrem viel Energie und Durchhaltevermögen gefordert. Immer wieder Rückschläge und neue Hiobsbotschaften, die alle bisherigen Planungen auf den Kopf stellten. Und auch hier war immer Heiko die erste Anlaufstelle für alle Beteiligten. Landeskirche, Planer, Architekten, Handwerker, Sponsoren, Gemeindeglieder und ja, ich weiß, Heiko hatte sehr viele schlaflose Nächte. Die Neubesetzung der Pfarrstelle ist währenddessen auch über weitere Hürden gegangen. Die Stelle wurde zusammen mit der Kirchengemeinde Nordhorn ausgeschrieben und ist nun seit Dezember vergangenen Jahres zu unserer großen Freude mit Heidrun Oltmanns wieder besetzt. Ich habe jetzt nur die allergrößten Brocken aus der 6-jährigen Arbeit von Heiko aufgezählt. Es gab noch viele, viele andere Dinge mehr. Für einen Außenstehenden nicht vorstellbar, wie viel Netzwerkarbeit, Planung, Überlegung und Koordination dazugehört. Und dieses Ehrenamt
beschäftigte Heiko 7 Tage die Woche. Von frühmorgens bis spätabends. Hunderte und Tausende WhatsApp-Nachrichten geschrieben und unzählige Telefongespräche geführt. Und immer wieder Heikos Talent und die Gabe, mit den unterschiedlichsten Typen von Menschen umzugehen. Jede und jeder mit seinen eigenen Umgangsarten und Empfindlichkeiten. Heiko, du warst ein großer Glücksfall für unsere Gemeinde. Wenn du zwischendurch den Mut verloren, das Handtuch geworfen und alles hingeschmissen hättest, wir hätten Verständnis gehabt. Das war eindeutig zu viel. Du hast auch eine Frau, Familie und einen eigenen Betrieb. Und alles das hast du zumindest versucht, unter einen Hut zu bringen. Wir ziehen unseren Hut vor dem, was du geleistet hast. Und wir ziehen ihn auch vor deiner Frau Gerhild und deinen Kindern, die viel haben einstecken und vielleicht auch zurückstecken mussten. Darum gilt unser großer Dank auch dir, Gerhild, dafür, dass du das alles mitgetragen hast. Heiko, du hast definitiv Geschichte geschrieben für und mit der Kirchengemeinde Brandlecht. Es hat schon öfter unruhige Zeiten hier gegeben. Die letzten 6 Jahre waren aber sehr, sehr außergewöhnlich. Zu meinen Kolleginnen und Kollegen im Kirchenrat habe ich schon gesagt, wenn wir all deine Stunden mit reellem Stundenlohn bezahlen müssten, dann wäre mindestens ein Oberklasse-Auto, wenn nicht sogar ein neuer Trecker für deinen Hof fällig. Das können wir leider nicht leisten. Aber wir haben ein kleines Dankeschön für dich mitgebracht und auch für Gerhild, eine Auszeit für dich und euch in und um die Stadt Oldenburg. Hoffentlich könnt ihr das genießen. Vielen, vielen Dank für alles. Also das haben wir natürlich alles geschafft, durch auch die Mitarbeit des Kirchenrates und der VGO und natürlich die tolle Gemeinde. Herzlichen Dank. Heiko hat es immer verstanden, während der Bauzeit und so immer Fotos für die ganze Gemeinde in den sogenannten Kirchenblitz zu schicken und so. Und damit wir das auch jetzt, diesen Zeitpunkt da festhalten können, möchten wir jetzt ein Bild machen mit der Gemeinde im Hintergrund. Deswegen nochmal eben stehen bleiben und dann machen wir ein Foto. Und dann bitte Gerhild auch nochmal hier nach vorne. Jetzt sind wir 666, 1 bis 4.
Wir stellen uns unter den Segen Gottes. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Der Herr segne dich und behüte dich, er behüte deine Seele. Der Herr stärke, was gut ist in dir. Er heile, was verwundet ist in dir. Und er bringe zurecht, was verkehrt ist in dir. Der Herr segne deinen Ausgang und Eingang, dein Weggehen und dein Wiederkommen, von nun an bis in Ewigkeit. Amen.